Kannst du da nicht auch wieder so eine Astralkopie von mitschleppen? Was macht er denn jetzt? Dafür brauche ich einen guten Grund. Ein Haken, voll mit getrocknetem Blut. Hühnerblut? Hier, mach mal hier Seil. Klar, ich könnte ein Seil darum binden. Aber was dann? Weil ich es sage! Sturer Bock, echt. Ein großer Stein zwischen zwei Bambusstangen. Ein großer Stein zwischen zwei Bambusstangen. Nee, dafür brauche ich einen guten Grund. Boah, ich geb dir gleich einen Grund, Alter. Wuju-Symbole und rotes Licht. Da sind Wuju-Runen drauf. Okay. Hier, Doktor, nee, Papa Doc, was sagst du denn dazu? Dort steht, Zombies bitte hier hochklettern. Und kämpft nicht wie beim letzten Training. Das muss der Ort sein, an dem sie durch den Boden gebrochen sind und uns gefangen genommen haben. Du bist direkt unter dem Tempel. Bring unsere Körper dorthin. Schnell! Ja. Dann sagen wir mal einen guten Grund. Der Hahn für den großen Tank. Ich hoffe, da ist jede Menge Bier drin. Das hoffe ich auch. Dreh auf, Alter. Ich lasse es einfach überlaufen und wische danach nicht auf. Ja, mach doch. Ah, okay. Gefährlicher Stein hatten wir schon. Da will er ja nichts machen. Bei dem will er auch nichts machen. Kessel, das Einzige, was wir hier jetzt erobert haben, ist ein paar Bambusstöckchen, ne? Hup, spielt das Bild raus. So. Na? So. Ab zurück zur Schlammgrube. So, Dampfabzug. Wo war eigentlich, von wo kamen wir denn eben, wenn wir nicht von da kamen? Apotheke, ah, von da. So, wir haben Bambusstöckchen. Lass mal gucken, was haben wir denn jetzt alles? Ich verstehe nicht so ganz. Also ich glaube, alles, was noch blau, komplett blau ist, haben wir nicht in der Tasche. Obwohl, die Holzkiste haben wir auch nicht in der Tasche. Du kennst die Antwort. Ja. Hör auf damit. Hör auf damit. Nee. Hör auf damit! Na gut. Sei gewarnt. Glasfetische sind ziemlich instabil. Komm ihnen nicht zu nahe, bevor sie zerstört sind. Ja, ich würde gern irgendwas da mit dem Katapult darüber schießen, hier so. Können wir denn eine Bambusstange darüber schießen? Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Hast du es schon mal ausprobiert? Nö. Kannst du denn mit den Bambusstangen hier... Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Ja. Geh mal zur Apotheke, mein Freund. Und wenn's schnell geht, macht nichts. Ich frage mich, ob Mama mich erkennt. Hm? Da sind noch Bücher. Und zwei Drittel zerhackte grüne Kröte? Flasche mit Hühnerblut. Bambus eignet sich für fast alles. Außer dafür. Okay, dann geh sie einfach so holen. Eine Flasche in der Form eines Huhns mit einer stinkenden roten Flüssigkeit darin.
Ich fühle mich in letzter Zeit immer so zittrig, wenn ich Hühnerblut sehe. Alle Geister haben Angst vor Hühnerblut und Salz, aber Simbi hat es in eine Flasche getan. Du kannst sie stehlen, wenn du schnell genug bist. Ja, schnell genug. Man nennt mich auch The Flash. Eine Prise Cayenne-Pfeffer? Komm, Lambada, mal in die andere Richtung. Na komm schon. Das kann ich nicht stehlen. Sie würde es sehen und mich krallen. Eine dünne Flasche mit einer zischenden, leuchtenden Flüssigkeit. Habe ich den Kautschuk schon vorgeheizt? Ich werde erst ruhen, wenn sie mir gehört. Aber momentan würde Simbi mich umbringen. Schon wieder. Okay, wie können wir Simbi ablenken? Wir haben hier zwei Flaschen. Ach, die zwei Flaschen haben wir jetzt doch noch. Ich bin verwirrt. Abendbrotpausen? Die essen lang. Beim Sohn eines Keksherstellers. Das funktioniert nicht. Na gut. Sag ihnen, die Kantine hat bereits geschlossen. Keine Mitternacht. Eine Wuchu-Puppe. Bis jetzt habe ich immer nur die Puppen für die Touristen in der Hand gehabt. Aber die hier ist echt. Mama wird so stolz auf mich sein. Ja, Mama braucht ein neues Paar Schuhe. Wieso ist hier? Ich hoffe, ihr gefällt die Party. Ach so, ich kann hier von Deckung zu Deckung schleichen. Aha. Nicht an Papa Doc denken. So, schnapp sie dir. Ich werde erst ruhen, wenn sie mir gehört. Aber momentan würde Simbi mich umbringen. Schon wieder. Die guckt doch nicht, die Alte. Die ist doch voll beschäftigt. Naja, es eignet sich wahrscheinlich für fast alles, außer dafür. Hühnerblut ist schon wieder ab. Bambus eignet sich für fast alles, außer dafür. Bambus eignet sich für fast alles, außer dafür. Ich kann es noch nicht mal abbrechen, es tut mir leid. Wo ist mein Glas mit Babyfett? Können wir die austauschen hier? Beim Sohn eines Keksherstellers. Das funktioniert nicht. So spare ich ein bisschen Zeit. Ach, guck an. Komm jetzt, lauf rüber. Hallo, wo ist meine Maus? Lauf rüber. Ah, na endlich. Hopp. Eine Flasche in der Form eines Huhns mit einer stinkenden roten Flüssigkeit darin. Los, beeil dich. Schwarzes Bildschirm? Was hab ich gemacht? Hat sie mich erwischt? Ah, ne. Das Blut ist hier sicher. Der bunkert da alles, okay. Wenn ich jetzt hingehe, das Hühnerblut. Na, das Hühnerblut mit den zwei Flaschen anwende. Misslungen. Epischer fehlt. Episch, alles klar. Ich sollte mir wohl lieber erst die Dämonennamen ansehen, bevor ich Hühnerblut darüber spritze. Ach so, ja, okay, hast ja recht. Ein Glasbehälter über meinem göttlichen Körper. Ja, du sollst dir den Dämonennamen ansehen. Jane sieht fit aus, Doc sieht alt aus und ich sehe irgendwie fett in dieser Hose aus.
Ein Zombie-Fetisch über dem altersschwachen Körper von Papa Doc? Verrat ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Der prügelt mich sonst windelweich. Der hört sowieso zu. Ein Glasbehälter, direkt über Janes Schulter. Ich muss meine zukünftige Frau retten. Hey, weiß sie davon was? Okay, ich soll mir die Namen von den Dämonen ansehen, aber wie? Ich komme ja da nicht rüber. Ach, falsche Richtung. Mist, ich wollte doch wieder in die Apotheke. Da stehen nämlich auf der anderen Seite auch Bücher. Die wollen wir auch mal anstupsen. Und dann gehen wir uns mal die andere Flasche angucken. Yo, yo, yo. Da ging's zur Apotheke. Wunderbar. Die Musik hört schon ein bisschen an wie hier von den... Und zwei Drittel zerhackte grüne Kröte? Von den Bonkers, wollte ich sagen. Hier, rompa, rompa, lalalala. Funktioniert. So, hopp, hopp, rüber. Sehr gut. Was ist es überhaupt? Ich hab's. Was auch immer das ist. Ja, zeig das Doc, der wird das schon wissen. So, Papa Doc. Das ist eine Säure. Damit kannst du deine Feinde erblinden lassen. Ziemlich dunkles Wuju. Und außerdem hat sie eine ziemlich billige Flasche verwendet. Okay. Wir probieren es einfach mal aus. Wo war die Säure? Da war die Säure. Ich brauche einen guten Grund, um das zu machen. Der Grund ist, dass ich dich gleich... Naja. Obwohl, warte mal, wenn das eine Säure ist, aber ist sie nur, um Gegner erblinden zu lassen? Oder können wir die vielleicht eventuell hier... Das muss nicht durch Säure verätzt werden. Nö? Das muss nicht durch Säure verätzt werden. Moment. Das muss nicht durch Säure verätzt werden. Ich habe auch nicht die Arbeitsplatte gemeint. Arbeitsplatte gemeint, mein Freund. Nein, nicht. Diesmal wollte ich nicht in die Apotheke. Eine dünn geschnittene Fledermaus. Steht hier sonst noch irgendwas rum? Was haben wir da noch? Dämonenflasche. Guck an. Die ist neu. Anscheinend hat Simbi sie gerade erst fertiggestellt. Aha. Hier steht 5 Dämonenflasche. Nicht öffnen oder zerbrechen. Nee. Alter, ich will an die Dämonenflasche. Nee. Was heißt denn hier nee? Nee. Du bist nicht besonders klug, ne? Nee. Dachte ich mir. Wenn ich sie schon nicht stehlen kann, kann ich sie vielleicht zur Ablenkung verwenden. Okay. Die Luft ist rein. Schön. Er ist voll mit kochendem Kautschuk. Nimm mit. Das ist heiß. Egal. Du bist Geist. Rennt er jetzt jedes Mal dahin? Ja, tut er.
Falls es mal mit dem Kochen nicht mehr so klappt, kann ich immer noch als Dieb arbeiten. Ja, du bist der Held.